Kaffee mal. Gut. So, da hätten wir unseren Herbstsalat. Und zwar ist es ein Blattsalat mit sortierten Pilzli, Speck und Trübeli. Einen guten Miteinander. Ja, schön. Ja, danke. Wäre ganz cool, wenn wir ein paar Gabeln nehmen. So zwei, einfach ein bisschen Werkzeug für mich. Wo sind denn deine Gabeln? Ja, ich hatte ein wenig weniger Besteck wie alle anderen. Und ich bin ja sonst nicht über... Ich bin dann ein bisschen neidisch geworden auf alle anderen. Hast denn du die schon eingesteckt? Ja, kann passieren. Mein Gott, eigentlich keine Gabeln gehabt. Podcast-Shit, philosophieren, essen, kiffen. Knäcke, Bull, Luke, Podcast-Shit, philosophieren, essen, kiffen. Also gut, ich darf nur dreimal so lachen. Einmal hast du schon. Ja, also Mann. Stoppi, muss man da die verschiedenen Sachen... zurechtlegen. Podcast Volume 1, Knäcke, Bull und Luke. Super Skunk und Merlot. Ist das Merlot, das wir hier trinken? Das ist ein Walliser Merlot, ja. Ein roter? Ein roter, ein Wallis? Ich glaube, ein Südhang. Südhang, so wie es aussieht. Also, so wie es schmeckt, finde ich, es schmeckt nach Süden. Ein nussiger Abgang. Nussig? Ich habe einfach irgendetwas gesagt. Ich bin jetzt wirklich schon lange in der... In der Sommelier-Szene, aber nussig ist mir jetzt wirklich noch nie so. Nein, das stimmt. Nussig tönen, Snares zum Beispiel. Snares, also Snare-Drums können nussig tönen. Ja, die können sehr nussig sein. Sie können auch auf die Nüsse gehen. Eben, ja. Und nussige wie... Das, nein, das ist übertrieben. Das gibt es wahrscheinlich wirklich nicht. Was, ja, sag ein anderes Adjektiv, wo... Pomadig. Pomadige? Pomadig im Abgang. Das ist wie wenn du so mit einem Labello im Hals umschmierst. Ja. Eigentlich, weißt du, so. Dann ist dein Pomadig im Abgang. Dann ist alles Pomadig. Schön. Ja, hey, wir haben es zusammengefunden heute Abend. Ja. Das erste Mal für einen Podcast. Genau, ein lustiges Wortspiel übrigens. Wer hätte echt die Idee gehabt? Das muss ein Genie gewesen sein. Wahrscheinlich ein Genie um die 36. Aber auch verrückt. Genau. Einer, der eigentlich nie gekifft und jetzt einfach einen Zug vom Lux ihre Superpetarde hat reingezogen und jetzt schon einen Nervenzusammenbruch hat. Crazy. Hast du so Baldrian-Tröpfli oder so? Baldrian-Tröpfli habe ich, aber ich habe nur solche, die man gerade rektal drauf tröpfelt. Eigentlich. Solange es nur ein Tröpfeln ist, ist gut. Das stimmt. Ich wollte schon mit der Anekdote. Hey, ja, schlimme Kindheitserinnerungen. Nein. Zäpfli. Ich habe meine Mandel rausgeschnitten mit 21. Wow, erst mit 21? Ja, das war ein rechter Fehler. Mhm. Es hat mehrere Operationen gegeben. Und ich habe Morphin gehabt, das war gut. Aber ich musste mir eine Zeit lang so riesige Schmerzzapfen in meinen eigenen Anus einführen. Wow, shit. Riesige Schmerzzapfen? Ja, die Alternative. Wie hat es geheissen? Weiss es nicht. Irgendwie Pleasure God 23. Nein, aber die Alternative wäre gewesen, dass die Fage mir hat das Zäpfli. Ja. Yeah. Ja, eingeführt. Zugeführt. Ja, das haben wir dann auch verhindert. Aber wir sind schon mitten drin. Mitten drin sind wir. Nach dieser Story. Ja. Mitten drin im Körper. Ja, das ist sicher, das tut das Niveau von dem, was wir hier machen, schon ein bisschen fest. Das ist ungefähr das Niveau. He. Ja, so soll es etwa sein. Also, keine Ahnung, für mich ist es normal. Ich tue mich eigentlich mit dir allen so unterhalten. Wirklich? Ja, ja. Aber du arbeitest in einem Laden noch immer. Da musst du dich mit den Leuten... gut können reden. Ja, und auch darfst nicht zu viel von analen Zapfen-Einführungen. Das stimmt, aber wir haben auch keine Zäpfel im Sortiment. Okay, von dem her wird jetzt wohl nicht gerade überkommen. Hoffen wir es jetzt mal. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber hoffentlich passiert es jetzt nicht gerade. Wobei, je nachdem, ja so grosses recht freizügig mit den Körperöffnungen. Das ist so, ja. Also ich meine mehr mit dem Verzählen. Wir haben schon mal eine alte Frau im Zug über ihre verschiedene Ausscheidungen erzählt. Ja, ja. Das, so Zeug ist mir auch schon passiert. Zum Beispiel, einmal ist eine gekommen, die auch eine Stammkundin ist von mir im Laden.
Dann hat sie gesagt, ja, sie sind verletzt, sie haben Operationen gehabt, sie haben Knie- und Beinoperationen gehabt. Nachher hat sie einfach so voll den Rock gelupft, oder? So schon relativ weit rauf. Und ich also dachte, okay. Und ich habe fast voll hergeschaut, ich wollte nicht so unanständig sein und so, wie sagt man, angeekelt irgendwie sein. Ja. Und ja, also sie zeigen sich schon gern, das stimmt schon, ja. Wobei alte Männer auch, ich wollte eigentlich mehr auf das Phänomen ansprechen, dass alte Menschen, je nachdem sie sind entweder sehr reserviert oder eben sie, wenn dann mal ihrem, wenn ihr ein Buddy bist, dann kommen sie gerade mit rechten Details hinführen. So Lebensstory-mäßig. Ja, eben Lebensstories oder eben auch Krankheitsbilder zu genau beschreiben. Boah. Aber ich weiß gar nicht, wie ich auf das bekomme. Wir ja, haben ja eigentlich, gehen wir gescheiter weiter. Wir haben ja eigentlich eher auch noch vom Essen reden, mhm, oder? Ja, es wird so sein, dass wir immer, bevor wir das aufnehmen darf, zusammen irgendetwas essen gehen. Mhm. Heute waren wir im Horber an der Langstrasse und haben wahrscheinlich einen von den besten Burger von der Stadt Zürich gegessen, meiner Meinung. Moi, mes fils de pute, c'est formidable, ça c'est le gourmilieu! Den besten Burger der Welt haben wir gegessen, Luke. Wir haben ja eigentlich wollen, es heisst Go Milieu, wir verteilen auch Punkte, oder? Und es wäre eigentlich auch schön gewesen, wenn wir in der ersten Folge vielleicht noch nicht an Huren hoch wären, damit die anderen noch eine Chance haben. Das stimmt, aber ich muss echt sagen, ich finde den Burger richtig, richtig lit, wie man so schön sagt. Ich finde, das Brötchen ist sehr deftig, so ein weiches, weißt, so ein bisschen brioche-mässige. Aber nicht irgendwie... Weißt du, so Scheißbrot, das ist mega gut. Und das wirklich ist auch das Wichtigste. Ich glaube, also auch etwas vom Wichtigsten. Also, es gibt so viele Faktoren für einen Burger, aber das Brot, wenn du machst daheim einen Burger, dann kaufst du die falschen Buns, dann hast du eine trockene Matratze. Ja. Oder du gehst in so ein Gourmet-Burger-Restaurant und renkst dir den Kiefer auf. Ja. Ja. Bei meinen Beißen. 20 Meter hohe Burger. 70 Fleisch. Und ein halbes Kilo Käse. Das heisse Fetttropfen ist nicht. Ich habe das Gefühl, eigentlich ist doch die Idee von einem Burger, dass man das sich kann heben und reinbeissen kann. Das ist eben auch, und das auch, wie heissen sie? Horber. Ja. Das haben sie auch super gemacht. Heben dann kann man auch gut. Ja. Und trotzdem recht viel Inhalt. Ja, es ist irgendwie alles stimmt. Ich finde, das Fleisch ist irgendwie nicht überwürzt. Also weißt du, es ist so auf den Basics geblieben. Dann finde ich, also ich habe jetzt den Cheeseburger gegessen und der Cheddar Cheese war auch mies. Cheddar Cheese, mies. Yes. Fleece, bees, cheese. Ich habe übertriebenerweise noch Bacon dazugenommen, weil Chili Cheeseburger längt ja nicht. Weil du eben ein High One bist. Genau, ich bin ein High One und habe noch Speck genommen, was im Ganzen noch das Töpfchen hat aufgesetzt. Es ist wirklich... Auch Fries. Stabil. Sind, muss ich sagen, sind vielleicht jetzt nicht die besten Pommes, die ich je habe, aber sie sind stabil. Also, ich esse sie gerne. Das stimmt. Sie sind auch ein bisschen jünger gegangen neben dem Burger. Das ist wirklich... Also, Langstrasse am Eingang. Von dem her können wir uns jetzt eigentlich gerade durch die ganze Langstrasse durchfressen. Ja, der Go-Milieu. Ja, der Go-Milieu. Aber ich muss also sagen, ich will schon nicht nur in dem hippen Quartier essen, sondern wir müssen unsere Grenzen auch öffnen. Weißt du, wie ich meine? Bin ich sofort dabei, ja. Ich muss zum Beispiel mit dir auch einmal... lieben Gruß auch an Ibrahim an dieser Stelle, an Tadem. In Weil am Rhein. Was, so weit? Ein türkisches Grillhaus. Das ist das krasse Fall. Ohne Scheiß. Aha, ja, das können wir auch machen. Das müssen wir schon machen. Ich habe jetzt mehr gemeint, du redest auch noch so ein bisschen von... Aber es gibt ja auch in Zürich erstaunlich viele so Spünten. Ja, auf jeden Fall. So gibt's in einen Spunt oder in ein Tierraum mal gehen. Zum Beispiel auch Bierhalle Wolf finde ich immer noch sehr, sehr geiles Cordon Bleu. Bist du schon mal gesehen, der Bierhalle Wolf? Ja, aber dort habe ich mich dann eher am Getränk im Titel gewidmet. Ja, das geht Hand in Hand mit dem Essen. Ja, und mit der geilen Musik, und mit der geilen Musik, die läuft. Zum Musik tragen musst du besuchen, weil ich bin ein Mensch, der nicht kann. Hintergrundmusik ist für mich der Horror. Ich konzentriere mich immer auf die Musik und dann ist das... Das ist so schlimm. Ja, das ist dann, Ich bin einmal in Mallorca gewesen, im Fall am Ballermann, weil ein Kollege von mir geheiratet hat. Sind wir jetzt das Wochenende Haare gefahren. Und nachher, keine Ahnung, sind wir dort in dem Megapark gewesen. Und es war einfach schlimm gewesen. Und das ist so einer von den wenigen Momenten in meinem Leben, wo ich mir gesagt habe, jetzt muss ich trinken,
um das können ertragen. Ja, darum sind die auch so besoffen. Und ich hatte das noch fast nie in meinem Leben gehabt, aber es ist im Fall, ey, es ist so abartig scheiße. Ja, darum, die Musik muss so scheiße sein, damit alle sich müssen betrinken, damit und sie überall schmeckt es nach Erbrochenem. Das ist ja auch hure heftig. Nach Pissi sicher auch. Aber ich meine, auch, ich war in Mexiko 5 Wochen und überall. Aber als Schweizer oder als Tourist machst du dann auch einfach überall immer, weißt du, so das Lonely Planet-Ding, wo einfach dann alle machen. Und dann bist du an all diesen Orten, wo wirklich einfach schreckliche Musik läuft. Wirklich schreckliche Musik, wo sie auch so denken, ja, das ist auch die Musik, die Touristen hören wollen. Furchtbare Musik. Und dann auch in den Garen, dann laufen noch 6 Fernseher und ich habe 5 Wochen lang wirklich gelitten. Und meine Frau kann das voll ausblenden, ich kann das nicht. Ich kann das auch nicht. Bin ich genau irgendetwas, also weißt du, es ist nicht so, dass ich es gar nicht abträge, aber ich kann einfach auf so längere längere Phasen kann ich einfach Musik nicht, also ich kann Musik sehr lange aufmerksam hören, aber irgendwann stellt es bei mir wie so ab und dann ist so wie Musik wie voll auch ein bisschen sekundär, muss ich sagen. Wirklich? Ja. Nein, ich weiß nicht, ich höre immer und eben auch, weil du produzierst ja auch selber, ich sehe dann auch immer so einen Streifen, weißt du. Weißt du, vom Programm gesehen, so wie ich sehe, also wenn die Musik gut ist und wenn sie schlecht ist, regt sie mich einfach auf. Also es macht mich richtig aggressiv. Und ich frage mich auch, wieso. Aber wahrscheinlich gehen sie dann, aber auch in allen Cafés oder in Läden. Ich weiß nicht, ob es das braucht. Oder, immer Musik? Ja, es läuft dann immer Musik. Und eben im Hipster-Café läuft dann so Musik, wo sie denken, das haben auch die Hipster gerne. Oder Touri-Hipster, keine Ahnung. Und ich finde dann, ich könnte sehr gut ohne Musik. Was ist für dich so eine Band, die in so einem Hipster-Café 100.000%ig spielt? Jetzt habe ich mal ein falsches Klischee und Radiohead sagen. Und an dieser Stelle ist mir Sinn gekommen, dass einer meiner besten Freunde, der Fabu, immer hat Radiohead gelassen und auch zum Essen, weißt du, und dann bist du so am Essen, und das ist schon, ich finde, das ist recht gute Musik, aber dann bist du so am Essen, und du wirst richtig depressiv. Ja, eh. Was so in die Richtung geht, was ich noch hure geil gefunden habe, sind die Pariser Band, wie heisst es? MX3, nein, nicht MX3. Ich kenne keine Pariser Bands. Irgendetwas mit so einer Nummer. Und die haben so einen Song, den habe ich echt crazy gefunden. Aber nachher hat es bei mir eigentlich schon fast wieder ein bisschen abgestellt mit dem Sound. Ich habe schon gemeint, eine Nummer. Mir ist nur ich habe schon gemeint, eine Telefonnummer. Also, hey, aber wir haben Fall noch ein Ding vergeben. Punkt für den Horber. Oh nein, jetzt. Also gut, müssen wir nochmal von vorne anfangen. Nein. Das war also jetzt ein kleiner Ausflug. Gut, zurück zum Thema. Genau, Punkt. Darf man kurz so ein bisschen noch abschweifen? Oder einfach, wir haben ja das meiste schon gesagt, aber es ist wirklich... Also zum Essen haben wir es gesagt. Wir können vielleicht noch ein bisschen etwas... Zum Lokal. Wie zum Beispiel Mini-Bites, Dini-Bites macht. Legende also. Schweizer Sendung. Ja. Mit dem Buhmann? Nein. Ah, der ist dort nicht dabei. Das ist das mit den Stammgästen. Aha. Ja, genau. Ich habe keinen Fernseher. Das vereint, die Sendung vereint für mich so viel. Es ist so 5 Menschen, die so aufeinandertreffen. Das hat so ein ganz bisschen, manchmal so ein bisschen, weißt du, der Bachelor-Effekt. Mhm. Ganz wenig. Mhm. Ja, dort hört es bei mir aber schon. Aber es ist nicht so übertrieben, weißt du, was ich meine? Es ist so wie noch halt so SRF-mäßig gemacht. So. Mhm. Es passt in die Stube. Und, du schaust viel SRF, aber komm, wir müssen jetzt testen, die hohen Punkte noch. Eben, und dort sind wir zum Beispiel Abinente. Das Abinente. Wie findest du das Abinente? Also das Abinente, muss ich ganz ehrlich sein, ist nicht die stärkste Seite von diesem Lokal. Ja, aber es hat weißt du, ich finde auch, dass jetzt nicht, du gehst jetzt nicht dorthin, weil es so schön eingerichtet ist, aber es ist so zweckmässig voll gut. Und wir sind auch sehr früh essen, es hat keine Leute gehabt, weil sonst ist dort immer voll. Und es ist beides komisch, wenn es voll ist, musst du so mit den Ellbogen, mit anderen Leuten zusammen so ein Gruppenburger-Essen machen. Und wenn es so leer ist, ist es dafür ein bisschen bedrückend vielleicht. Das kann sein, ja. Das kann sein. Aber man kann cool vorne stehen und noch eine Zigarette rauchen und es ist so ein bisschen... Ja, und die Leute, die dort arbeiten, er, der Burger macht, und merkst einfach, er ist der Hauptgrund, wieso die Burger so fein sind. Das ist brutal, wirklich. Weil er einfach hing ist und sich, glaube ich, freut, wenn Leute kommen und das gerne macht. Ich glaube, das ist, ja. Das wiederum wertet das Ambiente für mich jetzt schon wieder mega auf. Das stimmt, ja, das stimmt. Soll ich mal das Essen, können wir wirklich sagen, ist top. Kann ich gar nichts sagen. Also weißt du, du gehst du einen Burger und dann bekommst du den Burger und der ist fein.
Darum würde ich dort fast schon die volle Punktzahl geben. Wir haben ja, glaube ich, gesagt, wir geben, wie geht es, jeder darf 1 bis 6 geben. Ja, wir machen jetzt so Schulnoten. Also gut, dann sage ich jetzt, ich gebe fürs Essen wirklich einen 6er. Ohne Scheiß. Ja, ich gebe sogar einen 6er. Aber dann tue ich dafür Ambiente und andere Faktoren. Gebe ich nur ein 5 und lande somit auf einem 5,5. Eine Gesamtpunktzahl von mir. Das Gesamtpunktzahl von 5,5. Ja. Hätte ich auch gesagt. Gesamtpunktzahl von 5,5 trifft es gut, weil das Essen macht wirklich, wirklich... Also gut, gell, ich habe jetzt nur den Burger dort gegessen. Es gibt ja auch noch andere Sachen, das ist vielleicht auch noch... Aber wir können einfach nur den Burger bewerten. Und der ist... 5,75 bei mir. Und das Gesamtding kommt bei mir auf das 5,5. Also, wie heisst es? Ich vergesse Horber. Horber, ja. Also der Horber an der Langstrasse bekommt in diesem Fall offiziell jetzt, ohne dass wir irgendwie etwas gratis bekommen oder Geld, bekommt der 11 Go-Milieu-Punkte. Hast du jetzt ein Gürbschen von dir gegeben? Ja, ein bisschen Gürbschen. Du probierst du mehr. Jetzt du, aber ich muss dich im Fall noch wegen etwas anderem ansprechen. Also sprich mich an. Ich habe gesehen, dass du diese Woche in die Zeit zurückgereist bist. Kann das sein? Also wie meinst du? Du bist Kreaturen begegnet aus lang vergangener Zeit. Jawohl, das ist eigentlich schon fast wieder eine Empfehlung. Ich war im Dino World. Heißt ich so? Oder im Dinosaurier? Nicht im Jurassic Park. Nein, Dino World. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, was es ist. Im Ahrtal. Das ist zwischen Duster und Wetzig. Genau, ich wollte sagen, es ist im Ahrtal, im Bätal ist dann das Vampirmuseum, aber im Ahrtal ist... Ich weiss, ich bin echt lustiger mit dem Wort. Im Ahrtal bin ich in dem Dino-Museum gewesen, und zwar, weil eine Kollegin von mir, eine gute Freundin eigentlich, hat Lust auf Dinosaurier gehabt. Okay. Es war so ein Sonntagnachmittag und plötzlich hat sie Lust auf Dinosaurier bekommen. Weiß nicht, du bist auch schon dort gewesen, oder? Ja, aber das ist im Fall schon hure lang her. Da bin ich als Kind gewesen. Aber es war für mich hure eindrücklich gewesen. Ich habe Dinosaurier immer schon hure geil gefunden. Ja, hast du gerade im Ausgang, ich glaube, der Mimix hat auch gerne Dinosaurier. Es scheint ein Rapper-Ding zu sein. Ja, auch sehr gerne. Du bist auch selber ein bisschen Dino, schon fast. Ich bin ein Rap-Dinosaurier. Ja. Aber ja, und das ist eine sehr faszinierende Welt. Ich weiß im Fall nicht, ob es Dino ist. Rap-Dinosaurus Kneck. Ja. Ein Reptil. Ja, das mit diesen Wörtern. Sportwil. Nein, und dann, ich weiß nicht, kannst du Dinosaurier? Sag mal, kannst du... Also kann ich Dinosaurier, wie meinst du das? Reden wie ein Dino. Nein, kannst du... sag mir mal ein Dinosaurier und wie das hier aussieht. Soll mein Lieblingsdinosaurier Du hast sogar sagen? Einen Lieblingsdinosaurier. Ja. Ich habe schon einen, aber ich weiß nicht. Also sag mal. Das ist der Triceratops. Weißt du, wer das ist? Der hat sicher... Der hat so... Der hat so wie so ein Schild. Der Kopf ist so wie ein Schild. Ja, natürlich. Und nachher hat er so drei Hörner Das gehabt. Kennt jeder aus einem Land vor unserer Zeit. Den habe ich zu geil gefunden, im Fall. Was es noch gegeben hat. Ja, also wahrscheinlich hätte ich schon Angst gehabt, wenn ich ihn richtig gesehen hätte, also in echt. Ja. Aber so also in... Kannst du den Namen nochmal sagen? Triceratops. Triceratops. Klaus. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube schon. Was habe ich jetzt gesehen? Ich weiß es nicht. Das hat Sachen gehabt dort. Was ist denn der Brontosaurus? Ja, der Brontosaurus. Habe ich das gesagt am Anfang? Ich weiß es nicht. Der Brontosaurus, der macht sättige Geräusche. Also, noch mag ich nicht. Das ist der Brontosaurus. Ja, nein, das ist ganz verdeckt. Das ist so ein Riesending, wie sie aussehen in den Filmen, oder? Einfach so mit dem Riesenkörper und dem langen Hals. Eigentlich Giraffe, eine Mischung zwischen Giraffe und Elefant. Ja, aber sie haben auch noch einen huren langen Schwanz. Nein. Nein, also gut. So darf ich aber nicht. Auf jeden Fall einen riesigen, langen Schwanz und einen langen Hals. Und der Kopf bei dem Modell heisst der Brontosaurus. Ich weiß, bin mir nicht ganz sicher. Ich muss nachher noch mal nachschauen in meiner Story. Aber eigentlich sieht beides aus wie der Schwanz. Der Kopf ist so ein kleiner Schrumpfkopf vorne drauf. Yeah. So wie, was sie das hergestellt haben. Das Stell dir vor, wie klein das Hirn ist, für wie gross der Körper. Ja. So ein dummes Geschäft. So ein kleiner Kopf, wo nicht mal weisst, ist das überhaupt der Kopf. Yeah. Und gleich schafft er es, auf dieser kleinen Kopffläche ein blödes Gesicht zum Drucken zu machen. Dinosaurier sind crazy, wirklich. Völlig. Und riesig. Oh, riesig. Glaubst du,
Ah, Dinosaurier? Ja, glaubst du, dass es Dinos gegeben hat? In echt? Die gibt es immer noch. Die gibt es immer noch im Ding. Hollow Earth. Diese. Ja, das ist, weißt du, welche sind im Fall die direkten Nachkommen von den Dinos? In der heutigen Tierwelt? Echsen. Nein. Vögel. Ah, stimmt. Vögel sind auch schräg. Ja. Vögel sind weird. Vögel sind crazy. Vögel sind ein straubes Tier. Vögel? Ja. Nein, wirklich Vögel sind... Wenn du den Vogel anschaust, ich bin gerade joggen und ein Möwe ist bei mir gekocht. Hat die überholt? Nein, sie ist eine Stunde lang geblieben auf so einem Pfau hocken. Und dann gehst du sie von nahem anschauen und dann denkst du, Vögel. Also mit denen was etwas ist das? Stimmt. Ja. Was ist mit denen? Ich weiß, eben, das sind Dinos. Das sind so die direkten Nachkommen von Dinos. Hey, hast du den Film gesehen, den Hitchcock-Movie, die Vögel? Ja. Der ist crazy, mhm. Nicht? Mhm. Dann habe ich als Kind geschaut und habe hure Angst gehabt noch. Also den Film habe ich im Fall hure Straub schon gefunden. In dem Alter, also irgendwie habe ich ihn so voll echt empfunden zu dieser Zeit. Wenn ich jetzt schaue, ja. Ja, vom Schweigen der Lämmer Angst gehabt. Aber zum ja, das ist crazy. Vögel, die Vögel wären übrigens ein guter Rap-Crew-Name, finde ich. Vor allem für die Crews von unseren Haters. Ja, aber so heissen doch viele schon. Wirklich, jetzt? Es gibt doch schon einen Haufen Vögel. Vögel, aber gerade wollte ich sagen, wenn ein paar Vögel zuhören. Erklärt uns mal, was mit euch los ist, weil Vögel sind komisch. Von Schwänen reden wir jetzt gar nicht. Oder sind Schwänen überhaupt Vögel? Oder wahnsinnig das... schön. oder sind Schwänen... Dort habe ich Huren müssen lachen. Vielleicht sind Schwänen auch etwas so wie Delfine, weißt du, wie der Fisch... Nein, Schwänen sind schon Vögel. Hm. Wenn du so im Wasser schwimmst und ein Schwan kommt, hast du doch Huren Angst. Ja, aber das ist noch eine andere Ebene. Das stimmt. Schwän. Ich habe im Fall wegen Schwän schon um einen halben Zürichsee schwimmen müssen. Weil ich nicht mehr zurück ans Ufer kommen konnte. Weil so ein arroganter Schissschwan, ich hasse das. Die sind sehr arrogant. Und die machen... Ja. Da kommen sie so und mit ihrem Schnabel fitzt sie so. Mhm. Ja, nein, was mich am meisten fasziniert in dem Museum eigentlich ist, also so eine Grafik, die irgendwie dargestellt wurde, wie das erste Leben ist entstanden. Und es ist irgendwie so aus Augen und Eisen, frag mich nicht was. Yeah. Aus so Stoffen hat es irgendeine Reaktion gegeben. Und aus dem ist das erste Leben entstanden? Sozusagen. Also, das ist krass. Letzte Woche hatte ich gerade eine Diskussion, weil wir haben, weißt, wir haben so die Diskussion mit der Evolutionstheorie. Oh, weißt, yeah. Weil das ist ja immer auch nur eine Theorie. Weißt du, so wie. Es ist, also, weißt, ich glaube auch an die Evolution. Ich bin nicht. Also, nein, weißt, nein ist schon gut. Das, aber für mich ist es eine Straub irgendwie. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also weißt du, das übersteigt voll meine ja. Denkenskraft, Mann. Voll. Ist... Und vor allem, wenn du dann noch denkst, eben, dass... Wie so ein Leben entsteht. Und nachher aus dem muss es ja auch mit ja. Also, am Anfang hat es eben, glaube ich, nur so Fischzeug gegeben. Also so... Geschlüter. Oder? ja, das wäre eigentlich noch logisch. Ja, wahrscheinlich eben. Irgendwie Algen und Eiweiß. Mhm. Und ich bin ja christlich erzogen worden. Ich habe natürlich damals... natürlich, mein Vater hat die Evolutionstheorie gehasst, oder? Ja. Yeah. Und dann habe ich immer in der Schule, wenn es darum ging, dass wir irgendwie von den Affen abstammen, habe ich so gesagt, ja, dir vielleicht schon. Das war der coole Spruch für Christen. Christen können ja auch cool sein. Ja, könnte. Ich habe viele Haufen schon getroffen, die gut sind. Coole Christen, ja. Aber ist schon recht schwer. Aber ja. Aber das, schon, ist, ja. Ja, das ist ein Spruch. Aber also, es sind gut. Also weißt, wenn jemand ein cooler Christ ist, ist er meistens auch ein guter Mensch. Und das ist eigentlich schon etwas Gutes. Aber hätten wir jetzt schon in der ersten Folge über Religion? Das, nein, bitte nicht. Können, aber eben, du musst dir vorstellen, als ehemaliger christlicher Zog, und dann weißt du so richtig, ja. Tendierst du dann eben so zum Gegenpol. Ja. Ja, das ist, wie hast du das Ganze so auf? Also weißt du, wo hast du so deine Informationen? Cool, ist so in der Schule nachher gekommen? Nein, sehr spät eigentlich. Also dann im Gymer und auch durch meine Frau, die sehr auf der wissenschaftlichen Seite des Lebens angesiedelt ist, yeah. Und durch andere Leute. Aber es hat lange gedauert. Das ist wirklich... ja, eben. Ja, du bist als Kind. Ja, du hast ja nichts anderes gekannt, jahrelang. Und dann eben, ich kann mich erinnern, mit was für einer Überzeugung, dass ich die Leute ausgelacht habe, die an die Evolutionstheorie yeah. glauben. Aber wie sind wir auf das gekommen? Ah, eben, ja, weil es einfach schräg ist, dass dann aus dem raus und dann noch die Dinosaurier. Und eben genau, Christen glauben, das weiß ich gar nicht, aber die Dinosaurier sind ja nicht auf der... Ich wüsste jetzt nicht, aber ich habe noch nie in einer biblischen Story irgendwie gesehen. Nein, es hat die keine gar keinen Platz gehabt. Nein, nein.
Und das ist ja schon... Ich meine, die Skelette findet man ja, weißt du. Aber vielleicht, ja, vielleicht kann man auch sagen, die Dinos sind dann bei der Sintflut einfach untergegangen, weil sie nicht einen Platz hatten in der Arche. Könnte man sagen, aber das habe ich noch nie so gehört. Also das ist gehört jetzt das erste Mal. Weißt du? Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, die sind nicht in die Arche. Stell dir mal vor, wenn jetzt so ein Brontosaurus mit seinem Scheissgring... Der braucht auch sehr viel Platz. Ja, sehr! Und der CO2-Ausstoß. Oh, hör auf. Hey. Weißt du, ein Brontosaurus-Furz ist wahrscheinlich etwas vom Schlimmsten, was es gibt. Also dort sind wahrscheinlich Kühe... Ein Dreck dagegen, ja. Aber das ist ja genau... Wahrscheinlich wärst du gestorben, wenn du hinter einem Brontosaurus durchgelaufen wärst. Ja, oder das ist darum, sie sind ausgestorben. Ja. Wegen dem CO2-Ausstoß von den Dinos? Ja, meinst? Klimawandel. Hey, krass, das könnte schon sein. CO2, weißt, stell dir mal vor. So, und dann haben die permanent... Ja, und vor allem wir heute, die ja so auf das schauen. Also weißt du... Ja, ja. Dinosaurier, weißt du, die haben sich das auch noch nie überlegt. Aber ja. Dafür sind sie ja ausgestorben. Ja. Es könnte im Fall sein. Treibhauseffekt. Ja. Das klingt schon noch so ein bisschen nach irgendwie... Vergangenem. Ja. Der Treibhauseffekt. Ja, eben. Also falls Wissenschaftler zuhören, können sie uns das vielleicht bestätigen, ob das möglich ist. Vögel und Wissenschaftler. Ja. Yeah. Wie das genau ist. Ob eventuell ein Grund vom Aussterben der Dinosaurier ist Methanausstoss. Und, um das auch vielleicht abschließen, aber einfach unbedingt in die Dino-World in diesem Ahrtal gehen. Ja. Yeah. Also. Und auch Jurassic Park schauen. Wäre das... nicht gemacht hat, hat vielleicht das erste Mal gesehen. Das ist brutal. Also, gefällt dir Jurassic Park? Absolut, das ist einer von, ich bin ja viel älter als du, und das ist einer von meinen das so ersten brutalen Filmen, die ich durf ins Kino gehen durfte. Vorher Free Willy, das war auch schon recht hart. Ja. Also emotional vor allem. Meine Grossmutter hat es nicht fertig schauen. Hat sie gerannt? Nein, es hat so eine Szene, wo das Meer brennt und die Arme, wow. Oh nein. Du wirst so... Das Feuer, das ist jetzt nahe gegangen. Ohne Scheiße. Ja. Aber hast du den Doku mal gesehen von dem Ding? Um jetzt nochmal abschweifen. Von dem, wo der Free Willy spielt? Von dem SeaWorld in Amerika, ja. Über die Orcas. Das ist hure übel. Das hat mich voll emotional hure mitgenommen. Ja. Das habe ich hure krass gefunden. Das muss auch furchtbar sein. Und also ich war in Japan in einem Hotel, wo hinten dran so ein Park war. Yeah. Genau so einer. Und es war aber Winter, also Off-Season. Und dann hat es einfach wirklich so zwei kleine und einen riesen Delfin, einen weissen. Und die überwintern dort, aber können nicht raus. Und dann hängen sie dort einfach depressiv in diesem Ding. Das ist so schlimm. Die Tiere zu sehen, wenn sie so in freier Wildbahn sind. Und nachher, das ist allgemein so. Das ist ja so ein bisschen das Zoo-Ding. Ja, voll. Aber was ist deine Meinung zum Zoo? Also, in der Schweiz? Ja, zum Zürich-Zoo? Was ist deine Meinung zum Zürich-Zoo? Zürich-Zoo. Der Zürich-Zoo. Der hure Zürich-Zoo. Ich muss ganz ehrlich zu dir sein. Ich liebe den Zürich-Zoo. Ja, das glaube ich dir. Ich finde es auch zu geil. Also, jetzt bauen sie ja dort unten eine Savanne für die Giraffen. Yeah. So. Aber ich habe natürlich Freunde, die auch das recht scheiße finden. Und ich verstehe aber ihre Argumente. Ich verstehe es hundertprozentig. Und ich finde es ja auf eine Art auch scheiße. Aber ich finde es trotzdem im Fall... So dumm, dass es tönt, aber ich finde, es hat auch einen mega guten Werteaspekt dahinter, wenn du mit Kind in den Zoo gehst und die Tiere, wenn Kind könnt Tier sehen und weißt du, was ich meine? Das ist etwas anderes als einfach nur im Fernsehen oder irgendwie so. Und sie sehen dort Tier und dann finde ich, dann bleibt es so, bleibt in den meisten Fällen eigentlich so ein bisschen das Gleichgewicht zum Respekt eigentlich zu der Tierwelt. Ja, wobei mein Neffe hat eigentlich immer nur ein Ding angeschaut, die Schilder. Weil es ist gezeichnet. Ohne Scheiß, der riesige Tiger im Käfig. Ein riesiger Tiger, aber er schaut einfach das Bild an und du probierst ihm so den Kopf nehmen, so seinen Kopf in die andere Richtung bewegen, aber er hat echt die Bilder oder Bildschirme, weißt du, ob du etwas Info kannst drücken. Das ist sein Ding. Also ein Tier bräuchte es für ihn gar nicht, glaube ich. Meine Grosstante ist im Fall mal von einem Tiger abgepisst worden in Zürich. So. Das kann nicht jeder von sich kaufen. Sie ist zu nahe am Ding, also sehr nahe gestanden. Und es hat so ein Schild auch immer gehabt. Man Achtung, sollte, man, sie pissen. Nein. Mal, ohne Scheiß, ich schwöre. Und dann ist sie da, sie hat dann voll eine gepisst und hat sie voll abgepisst. Das ist crazy. Tigerpisse. Nein, das ist nicht gut. Ich habe mal
eben Affe, der eine Banane schießt. Aber das war in Portugal im Zoo. Hat er auf dich eine geschossen? Auf die Menschen, weil aber es war recht übel, es war in Lissabon als Kind. Und es war ein riesiger, glaube ich, Gorilla. Riesiger. Ja. Und die Affen waren eigentlich die Menschen außerhalb des Gehege. Also die Menschen, weil sie wussten, es ist jähzornig, also wird verrückt. Und dann sind sie immer extra, weißt du, so gehen zäugeln. Und so. Ohne Scheiß. Ja, und dann hat er eben Bananen geschossen. Aber das ist lit. Ja, schon, aber das ist natürlich auch recht scheiße von den dummen Leuten. Und ja, sehr, ja. Ja, ja. Ja, aber eben. Mein kleiner Bruder ist auch mal so mit 5 oder so. Im Gorilla-Ding dort im Zürich Zoo. Ist ja, du siehst ja von innen, oder? Ja. Ist ja dort so, also schaust ja von unter dem Dach. Dann ist er auch so, hat er so voll, ist er an der Scheibe gestanden und hat so geschaut. Und dann ist dort so der Silberrücken, ist so 5 Meter vor ihm gestanden, hat ihn halt auch so mega angeschaut. Und dann ist der Silberrücken so voll herzig und so voll an die Scheibe und so, puff, weißt du, so mit beiden Händen. Und mein Bruder hat, weißt du, wie. Brüllt nachher und so, die Welt nicht mehr checkt. Aber das ist, weil er in die Augen geschaut hat. Yeah. Oder ihm. Weil das ist auch wieder zu Japan. Ich muss das erzählen, sie, die Rina und ich auf einen Berg rauf, wo es Affen hat. Und wir haben uns gefreut. Yeah. Und dann hat sie es gedacht, die Leute, die uns entgegenkommen, sehen alle recht angespannt aus. Nicht so locker, lustig, smiling. Und er hat alle 5 Meter ein Schild, wo so steht: Don't stare the monkey in the eyes. Und so, the monkeys. Und sie tun viel so Sachen, die du nicht darfst und so. Und dann kommst du rauf. Und das sind recht aggressive Affen. Also, hat so ja kleine. Nein, es sind sehr viele kleine. Wo auch dann halt gleich so halb in Gefangenschaft. Sie sind eigentlich frei, aber es sind so Wächter und mit so Stecken. Mm, ich nehme an, es ist eine Touristenattraktion. Aber die nicht ganz nach Freiheit. Nein. Und sie ist dann recht so angespannt. Wir sind eigentlich so wie über ein Minenfeld gelaufen und so. Irina, schau ich mir nicht in die Augen. Du hast in meine Augen geschaut, gib's zu. Und am Schluss ist es noch einer hinten nachher. Weißt du, so beim Ablauf ist einer noch so mit uns hinten nachher gelaufen. Und wir so, einfach nicht hinten. Das ist sehr unangenehm. Ja, ich merke gerade, dass du vor allem eine Tierangst hast, Schwäne, Affen, alles. Ja. Aber also ich muss schon sagen, ich habe schon Respekt vor Tieren. Und ich finde Tiere etwas sehr. Das habe ich letztes Mal, als ich bei dir in der Küche war, wo der Machiavelli, deine Cat, kam. Ja. Habe ich schon gedacht, das ist schon. Es ist einfach noch etwas anderes, wenn so ein Tier noch im Raum ist. Ja, voll. Weißt du, es ist irgendwie noch etwas Schönes. Außer das Katzenboden, aber. Ja, aber das machen Menschen auch. Ja, das stimmt. Das mache ich vielleicht heute, wenn ich so weiter saufe. Ja. Ich hatte einen geilen Übergang gehabt, aber ich muss jetzt zu dem Wein über und du musst dann wieder mal eins drehen und vielleicht noch das stimmt, etwas dazu sagen. Ja, was. Mir fällt gerade nichts ein. Okay, dann mache ich geschwind den Übergang, den ich habe. Und zwar, aus dieser Affensituation habe ich mich eigentlich gerettet, wie ich das oft mache. Ich hatte einen Stecken. Und ich bin nicht auf einen Affe los mit dem Stecken, aber rein das Vorhandensein von einem Stecken hat mir ein sicheres Gefühl gegeben. Ja. Und ich habe gedacht, vielleicht könnte ich dort ein Ding finden. Wir haben ja eigentlich noch hier ein Ding, wo wir auch etwas erzählen, was cool war in der letzten Zeit. Ein schönes Erlebnis. Du meinst, du redest jetzt von der Rubrik ja. Topf oder Flop? Ja, Top-Flop. Top-Flop. Etwas Schönes? Ja, etwas Schönes. Und ich fange an. Du fängst an. Es hat mit Stecken zu tun. Okay. Also etwas Schönes. Wie noch oft bei dir eigentlich, oder? Ja. Du hast, yeah. Ja, das kann man alles auf meinem Instagram machen. Yeah. Und ich habe vor, eine Steckenseite zu machen. Okay. Vielleicht auch Merch. Also für die, die es nicht wissen, ich habe immer eine Stecken dabei und ich liebe Stecken. Und ich habe das Gefühl, es gibt viele Steckenliebhaber daraus. Nicht alle. Und auf jeden Fall, ich habe im Thorberg gespielt, also im Knast, in einem der recht härteren Knäste der Schweiz. Und sehr viel, ich könnte 3 Stunden darüber reden, aber was ich eigentlich sagen ist, allgemein war es wirklich ein intensives, aber schönes Erlebnis gewesen. Also die Männer hatten hohe Freude. Ja. Und die Frau, die mich gebucht hat, ist so eine alte Heilsarmee-Frau. Hedy heisst sie, die trotz meiner atheistischen Äußerungen mich immer verfolgt auf Facebook. Und die hat das organisiert. Und durch das hat sie auch gewusst, weil sie mich verfolgt, hat sie auch gewusst, dass ich gerne Stecken habe.
Stecken haben. Stecken haben. Stecken haben. Und dann hat sie mir als Geschenk am Schluss, und es war recht schwierig, um in Thorberg rein zu bekommen, das Ganze, ein Stecken geschenkt von einem ehemaligen Insass, der aber alt ist und seine Strafe hat abgesessen und jetzt als Hobby und so Bastelding Stecken schnitzt. Okay. Und hat mir, ich habe ja schon viel Stecken, aber sie hat mir ein Prachtstecken geschenkt. Ohne Scheiß. Schön, formschön, Löcher. Gewicht. Gewicht geht richtig, weißt du, so, du merkst, dass etwas in den Hang hast. Fizzen. Ja. Kannst du easy so einen Aff wegprügeln mit dem. So voll auf einen Aff reinschlagen mit so einem recht stabilen Steck. Du kannst alles. Aff. Voll besoffen im Zürich so. Was ist mehr so von Aff? Aff. 20 Minuten Beitrag. Knäckebull wird besoffen im Zürich so verhaftet. Also du kannst mit so einem Stecken, du kannst F wegbretschen, yeah. Schwäne, Vögel, Dinosaurier. Du kannst F weg, das ist ein verdammter Zungenbrecher. Weg. F wegbretschen und Schwäne den Hals brechen. Ja, oder so einem Logo. Logosaurus in seine blöde Hacke fressen. Einstochen. Wieso haben wir jetzt Aggressionen gegen dich? Weiß auch nicht. Vorher hatte ich noch voll viel Respekt. Und jetzt nein, natürlich. Ich würde niemals mit einem Stecken aufbrechen. Das ist ein verdammter Zungenbrecher, nur schon, wenn ich es mir überlege. Hey, einfach so kurz als Input. Auf dem MacBook, das wir hier aufnehmen, ist das vom Kneck. Weil mir vorher... Ich weiß, es jetzt kommt. Mein scheiß MacBook einfach nicht mehr zu tun hat. Und ich habe ihn noch relativ neu. Und das wäre dann auch gerade mein Flop von der Woche. Aber ich sehe auf dem Notebook vom Knecht so einen Bildschirmschoner. Und er hat den von iTunes, wo die Alben anzeigt. Das kann, ja, was er noch nie hat gemacht. Ich euch gerne mal sagen, was der Knecht für Alben gekauft hat. Daft Punk. Ja. Dann sehe ich SOS, Candomblé, ja. Chef. The Roots sehe ich. Aha. Mimix. Oh, aus eigenen sehe ich auch. Das ist jetzt natürlich dumm. Ja, aber das habe ich einfach drauf. Ja, das habe ich selber eingefügt beim iTunes. Beim ja, Cover. Das Cover habe ich im Nachhinein noch gemalt. Yeah. Und eingescannt. Das war ein Riesenaufwand. Was hat es noch dort? Ja, also. Was sehe ich noch? Marlon Brandloch ist dort. Marlon Brandloch. Der Greis, My Love. Und Paul Kalkbrenner, ist das eine andere Seite von dir, David? Oder, das ist ein bisschen anderes, der Gegenpol zum Hip-Hop. Ja, also gegen Paul. Das ist das Blöde bei dem. Ja, okay, der Paul Plonkbrenner. Gegen den kannst du nichts sagen, weil der macht den Eisen. Nein, der ist gut. Das ist aber crazy. Der Fritz Kalkbrenner, nein, er regt manchmal schon auf. Und vor allem, seit ich gehört habe, die sicher verdienen, glaube ich, zum Teil liegen jetzt 200'000 Stutz Gage für so ein Set an einem Festival. Chef, so weit musst du es mal bringen. Nein, aber es zeigt eigentlich die ganzen Alben an, aber es sind eigentlich auch einzelne Songs. Ist, was ist das? Die XX? Die XX, genau. Das ist auch so eine Hipster-Band. Nein, aber das, auch noch Lit. Das sind auch Dinos. Weißt du, Echsen. Ja, ja. Die XX. Aber die sind gut, die XX, die finde ich auch geil. Ja, die sind mal... Haben langsam mal ein paar gute Songs gehabt. Ja, aber ist mir rausgefahren. Manilio sehe ich auch. Ja, der Manilio. Mit dem Auto aber, oder? Ja, das ist jeden Tag Superstar. Ja, Boys und Pills sehe ich auch. Boys und Pills. Also relativ guter Support. Wär das jetzt bei dir endlich, wenn man deine Dinge anschauen würde? Hättest du Spaß? Habe ich da schon bereits ein bisschen Wein aufs Sortiment gestreut. Ah, gut, ah, super. ja, bei mir wäre es. Also, nein, bei mir müsste ich mehr. Vielleicht meine CD. Wenn ich alle CDs, die ich gekauft habe, würde, dann wäre das sicher ähnlich. Also, ich habe zum Beispiel. Ja, ein paar von denen habe ich auch auf CD gehabt. Und dort. Ich war aber früher schon noch ein bisschen der, der mehr noch CDs gepostet hat. Oh, dort ist noch das Brandherd-Album. Heißt noch Brand? Ja, haben aber die nachher noch mal etwas gemacht? Ja, die haben noch viel gemacht. Die haben sogar über mein Label noch ein Album released. Ah, wirklich? Ja, okay. Und auch, aber auch dort das Nachbrand, ich glaube, das ist im Fall auch so viel drauf, weil das sind einzelne Songs, die haben auch so zusammengestellt, all die so alten Rap-Klassiker. Yeah. CH-Rap-Klassiker. Yeah. Und eben, ja, der Bass ist auch noch gerade hingeführt gekommen. Der Kendrick, Knäckebull Lamar auch noch. Ja, Kendrick. Haben wir auch noch etwas Peinliches? Sag mal etwas Peinliches. Ich sehe es aber nicht, ich weiß nicht. Dort vielleicht. Wie alt bist jetzt du? Ich bin jetzt 36, ja. Dort Junghuren vielleicht?
Nein, Bro, ist das doch, ist sieht man das, oder was? Hä? Nein, das ist doch gut. Ich weiß, ich will darauf anspielen, dass du ein alter Klaus bist und das schon los ist. Das noch los ist. Noch los ist, ja, natürlich. Aber ich finde das geil, weißt du, was ich meine? Ja, egal. Und vor allem kann man vielleicht mal klären, heisst das ich Junghorn oder Younghorn? Junghorn. Ich glaube, er heisst Junghorn. Junghorn. Hätte jetzt gesagt. Ich finde, also ich habe das sehr erfrischend gefunden. Circus Maximus. Was ist das? Das ist der. Also wie. Der Tatarbakan, so ein Deutscher, der so verschachtelt rappt. Du drauf. Jetzt muss ich es wissen. Wie heisst das hier? Ich weiß nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ding. Morlock Dilemma. Morlock Dilemma. Ist genau. Der? Ja, das ist er. Wieso hast du das jetzt erkannt? Ah, dort ist noch das beste Album von allen Zeiten, von James Blake, das erste, das einfach James Blake hat geheißen. Hat das erste Album geheißen? Ja. Was sehe ich dort? Das ist Ding, hä? Wie heisst er? Der A$AP. A$AP Rocky. Wie findest du denn seinen Swag im Moment? Huere geil, du nicht so. Mit den Kleidern und so? Ja. Hast du gesehen, wie der ein bisschen rumläuft? Ja, also der ist doch der Freund von einer, oder nicht? No. Ist er nicht mit... das weiß ich jetzt gar Kendall nicht. Kendall Jenner, nein. Nein, das ist der Travis Scott. Ah, das ist der Travis Scott. Aber der ist auch mit einer. Der A$AP Rocky ist ein lustiges Instagram-Ding, wo er so fette Handtaschen angekriegt. Also weißt du, so richtig so wie so, wie so eine italienische Modedesignerin. Ja. Hat er selber aber ausgesehen. Und nachher hat der 50 nicht so und etwas kommentiert, so von wegen... Get the strap, Brooklyn... Das sind Brooklyn MCs oder irgendwie so etwas. Hat ja, aber 50 Cent ist irgendwie 65 oder so und ist so ein alter Opa, er hat zwar hohe Muskeln. Nein, weißt du, aber ich finde das überhaupt nicht schlimm, wie er sich anlegt und so, weißt du, ich finde, jeder soll sich doch so anlegen, wie er ist. Aber es ist einfach keine Ahnung. Vielleicht manchmal gefällt es mir einfach nicht so. Es geht ja nicht darum, dass ich etwas nicht... Also, was ich im Kopf nicht erlaube, sondern das gefällt mir vielleicht einfach nicht. Nein, ich muss sagen, ich bin recht Fan. Ich bin immer Fan von Menschen, die auch so verrückt sind. Kannst du mal schnell das Passwort hier tun, dass ich vielleicht sehe, ob sie überhaupt noch aufnehme? Danke vielmals. Ja, das ist okay. So. Da kann ich, nein, ich finde wirklich... Ich bin froh, wenn Leute Sachen ausprobieren, modetechnisch, kleidungstechnisch, damit ich es nicht machen muss. Oder besser gesagt, ich wünsche mir, ich wäre so. Danke, wie aber wie gesagt, ich finde das, ich bin Fan und mir reg ehrlich gesagt die Raps. Ich bin auch als Barn empfolgt, ich bin am DJ Premier empfolgt. Wie kannst du nur? Nein, aber weil er eben genau auch immer so, immer wieder hat irgendeinen Shit gepostet von einem, der jetzt anders rappt und anders aussieht und rosa Dreads hat. Und ich persönlich. Ich finde es geil. So ist es. Vielleicht tue ich auch nur so, weißt du, nur liberal, aber ich finde es irgendwie einfach geil. Wie hast du den neuen Nemo-Song gefunden? Ja, doch, da müsste ich jetzt weiter rausholen. Wenn wir jetzt würde, auf einer Note würde ich sicher mindestens ein 5 geben. Ein 5 würdest du geben? Ja, mindestens. Ich gebe aber mehr ein 5 aus dem Grund, dass es einfach so gemacht hat. Ja. Als wie mir der Song gefällt. Ich finde ihn gut, aber von mir kriegt der Song nur 4,5, weil es einfach nicht mega mein Geschmack ist. Aber ich finde das zu geil, was er gemacht hat. Also weißt du, so wie, dass er so wieder reinkommt mit dem, ist top, Mann. Ist top ist und top. Es ist noch geiler geworden, wo man dann all die Reaktionen hat gelesen. Ja, das ist... Und das ist, ja nein, das ist einfach das ist ein Dilemma in der Schweiz. Wenn du viele Leute ansprichst, dann hast du einfach all die Leute, die meinen, sie hätten gerne Musik. Aber das. Weißt du, die dann. Ja, also, das ist ja keine Musik mehr, das ist ja organisierter Lärm. Da müsstest du wie antworten. Also definierst jetzt du, was Musik ist und was nicht? Bist du... Ja, komm, mit so Wutbürger. Ja, aber es waren hure viel. Ja, ich glaube schon. Ja. Also, zum Screen klären, der Song hat Crush auf dich geheissen, sozusagen endlich wieder mal neue Musik vom Nemo. Hat für Autotune drin gehabt und so, ist allgemein sehr state-of-the-artig produziert gewesen. Ja, aber mich kann darüber streiten. State-of-the-artig? Ja. Was ist das so artig? Der State of Artig? Der State of Art ist. Nein, es ist einfach so, es ist auf der Höhe vor der Zeit. Ja, voll. Nein, 100%. Ich finde den Song im Fall. Eben, ich finde ihn mega gut, aber es ist einfach nicht mega mein Geschmack. Aber ich finde es hure geil.
Es ist jetzt auch nicht mein Geschmack. Also ich tue auch nicht, eben, du hast vorher das Morlock-Dilemma gesehen. Ich habe gerne, wenn einen verschachtelten Gagu über einen rumpeligen Beiter drüber sparzelt. Aber eben. Gut, ich muss ganz ehrlich auch sein, je mehr Leute sich aufgeregt haben, desto geiler habe ich es dann gefunden. Und ich habe so Finger, Mann. Also, ja, das stimmt, das hat auch etwas. Ja. Das hat echt etwas. Und ich habe dann ja auch geschrieben, auf sozialen Medien habe ich dann geschrieben, sich über Autotune aufregen ist das neue Autotune. Ja, kann man so stehen lassen. Nein, einfach die Leute, eben, aber das geht ein bisschen die Diskussion von vorher mit dem 50 vielleicht auch, oder allgemein. Es ist nicht genau das Gleiche, aber es geht oft so darum, die Leute haben eine Vorstellung. So, das ist jetzt der Nemo. Ah, das ist der aufgestellte junge Bub mit seinen eingängigen Refrains. Was ist jetzt das? Nein, das gefällt mir und meinem Mann. Ja. Wenn wir am Abend nach der Tagesschau noch einen Nemo-Song hören wollen, dann Gottverdeli hat doch das zu tönen wie... So also wenn so. Im Radio der Nemo-Song kommt, dann schalte ich ab. Ja. Das habe ich auch irgendwie noch gelesen. Dann sogar? Da habe ich gedacht, du armes Sieg. Ja, aber nein, eben, ja, der was er geschrieben hat, kann mir sagen, das ist gut für einen Nemo. Das ist super, das ist super. Es ist so viel... Er wird nicht alles, er wird vielleicht... Du musst polarisieren. Ein Teil ein bisschen verlieren und ja, das ist super. Top. Hey, was ist dein Flop? Top-Flop? Das haben wir hier aufgeschrieben, weil ja der Flop... Ja, erzähl dir, du hast vorhin... Ja, aber Henk, hast du schon gesagt. Ja, jetzt keine Ahnung. Eben mit dem, ich habe ja meinen Flop gesagt, ich habe einfach meinen Top noch nicht gesagt. Also die Flop war, dass kurz bevor wir hier angefangen aufnehmen, alles ist abgefuckt und der Computer jetzt nicht mehr geht. Ja, ich kann ihn nicht mehr aufladen, ich weiß auch nicht. Dann ist vielleicht 2-3 Monate alt. Horror. Also sag dir im Fall, wenn ich dort in den Laden gehe. Dann nimmst du den Stecker mit. Dann lese ich den weiter. nimm den Stecker mit, das ist immer wichtig. Bei so Situation. Nimm meinen Anwalt mit. Stecken ist die Anwalt. Stell dir vor, kommst du so in den Laden und einfach so mit so einem Herr im Anzug, mit so einer schönen Aktentasche, sage ich, ich würde gerne meinen Laptop eintauschen. Er ist kaputt. Und das ist der Herr Hugendobler, mein Anwalt. Und als dein Anwalt rate ich dir... Nein, das kommt schon gut. Das kommt wieder gut. Aber es ist wirklich ein Flop. Hoffe es. Flop. Ich habe ihn jetzt mal aus dem Fenster gerührt. Vielleicht hilft es jetzt. Ja, oder mit dem Knie abeinanderbrechen. Ja. Ich habe auch erst das Video gesehen. Was war mein Flop? Ich weiss nicht. Mein Flop ist komplex. Ich merke, dass schon über das Nemo-Lied-Thema hat man ja 3 Stunden reden. Das stimmt, ja. Wir schneiden immer sehr viele so Sachen, ein bisschen an, wo man eigentlich noch viel tiefer bereden könnte. Aber... Ich meine, wir können ja auch nicht eine Stunde lang nur über etwas reden. Das fände ich sogar für mich selber langweilig. Flop sind für mich... Und die, gar nicht möglich. Darum gehe ich jetzt direkt in Flop. Flop sind für mich die Gelbwesten gewesen in Paris. Und zwar nicht, ich finde nicht die Bewegung jetzt 100%iger Flop, sondern ich finde ich bin im Dilemma. Aber auch das muss man kurz... Ich bin im Dilemma, dass sie Leute, die in Paris gegen soziale Missstände demonstrieren, zu Recht, ausgelöst von so einer Benzinsteuer. Es ist eigentlich ein Protest auch gegen Macron. Und das sind eigentlich alles Sachen, die ich so finde, ich als Linke, versifft, finde ich so, das sind genau meine Themen. Aber es hat dort eben, wenn man dann Videos hat geschaut, es hat erschreckend viele so Flaggen gehabt. Yeah. Du hast auch rassistische Parolen gehört. Es hat für mich ganz einen komischen Beigeschmack, so einen Wutbürger-Pegida-Beigeschmack. Und ich könnte das auch noch mehr ausführen, was meine Bedenken sind. Aber insgesamt bin ich im Dilemma gewesen, einmal mehr, dass ich etwas so... Ja, das sollte man eigentlich supporten. Und Leute in meiner Timeline supporten, die ich eigentlich schätze. Und ich finde aber nicht, dass man das supporten will, eben wie gesagt. Also ich könnte jetzt 10 Gründe aufzählen, aber der Hauptgrund ist so, es schwingt. Es ist... In meinen Augen realistisch, dass diese Bewegung eher der Rechten wird es gut kommen, der Rechts, also sogar weit aussen rechts und auch, dass zum Beispiel die Le Pen, die dort immer am Lauer ist, dass eher die mit der Front National von dem wir profitieren, als dass es zu mehr sozialer Sicherheit oder Gerechtigkeit wird führen. Das ist so abgebrochen und darum hat es mich dann angeschissen, wenn ich sehe, ah nein, aber andere Leute, die ich eigentlich schon immer mit einig bin, finden das jetzt cool. Und dann hat es auch so Diskussionen gegeben und das ist für mich dann immer schwierig. Weil ich muss ja zum Teil auch, ich tue ja meine Meinung öffentlich kundgeben, dann muss auch ein bisschen überzeugt sein. Aber. Ja, auf jeden Fall. Und wenn ja. du so verunsicher bist, weil plötzlich Leute aus deinem eigenen Spektrum in so grundlegenden Sachen eine andere Meinung haben als du, das ist im Moment so ein Phänomen.
Das ist ein bisschen, darum ist das mein Flop im Sinne von, es ist mehr ein individueller Flop, dass es einfach ein Brainfuck war. Ja, voll. Ja, das hat auch so ein bisschen mit dem zu tun. Das finde ich eben, das ist genau das, was eben auch ein bisschen gefährlich ist, dass ich zum Teil wegen so Bewegungen nimmst du so Sachen wahr, wo nachher plötzlich so viel von den Linken, also linksdenkende Leute supportet und rechtsdenkende Leute so wie, weißt du, auch noch ein bisschen, und das darf einfach nicht so ein passieren in meinen Augen. Das ist so wie, es muss schon klar auch ein bisschen die Grenzen geben, weißt du, zwischen den Sachen. Ja, eben, ich finde das Gefährlichste, eben auch die Querfronten zwischen denen, auch zum Teil extrem und so. Aber das ist natürlich ein Thema, da will okay, du nicht rein. Ja, weißt du, da kannst du dich so reinreden und nachher kannst du so viel reden und dann kann dir jeder auf das wieder sagen, ja, aber du hast es so gesagt und das. Und wenn du so redest. Ich könnte. Das ist super schwierig, aber es ist super, also für mich ist das super schwierig. So wie in wenig Worten eigentlich manchmal auf den Punkt kommen. Ja, für mich auch. Aber eben darum gibt es ja so Formate. Und vielleicht mache ich dann einfach noch ein zweites, wo ich nur so Scheissstoss. Aber ich genieße es eben auch mal ein bisschen, eben nicht immer so ernste Themen ja, voll, zu beachern. Voll. Und das mir so. Dass man, weißt, eben, es ist ja so viel falsch gegen. Weißt du, das ist auch das, eben, was mich an Politik manchmal ein bisschen nervt, ist so, dass immer so ein bisschen das Förmliche und es ist einfach. Ich finde, es ist viel zu weit weg vom Volk. Also weißt du, so wie Politik hat für mich so huere etwas Elitäres. Politiker sind huere elitäre Leute. Und irgendwie finde ich das wie so etwas Befremdendes manchmal. Das ist das, was mich manchmal an Politik ein bisschen nervt. Weil ich finde, es ist so wirklich sehr wenig fürs Volk. Und auch immer so in Anzug und so, weißt du? Wieso muss man immer in Anzug sein? Anzüge sind doch auch wack die ganze Zeit. Ja, aber ich habe das Gefühl, du würdest auch die Gelbhemden noch gut finden, oder die Gelbwesten. Wo die sie daheim auch zum Teil gut reisen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich das jetzt gerade nicht so... Also ich habe schon mitbekommen, dass etwas läuft, aber ich habe mich gar nicht reingelesen oder irgendetwas. Darum kann ich mich jetzt gar nicht so zu dem äußern. Ich habe auch dort, ich bin immer bei so das Politikverdrossenheit, verstehe ich, aber auf der anderen Seite... Also gerade in der Schweiz, finde ich, hat es doch auch über lange Zeit Politiker und politische Parteien geben, die eigentlich recht viele coole Sachen haben, vorantreiben. Du musst immer noch sehen, ich finde, die Schweiz ist eigentlich eines von den Ländern, die ich so in meinen Augen so ein bisschen sehe, so wenn ja mega viel, also weißt du, es ist ja zu dem, dass hure viel Scheiße läuft auch einfach hure viel hure gut. No. Also weißt du, wie ich meine? No. Ja. Wenn man nicht von Bildung privatisieren und hey, weißt du was im Fall? Weißt du, das finde ich im Fall, wäre der erste Schritt zu einer besseren Welt in der Schweiz wäre, weißt du was? Wenn du würdest in der ganzen Primarschule Noten den Kind gar nicht sagen, sondern wenn nur die Lehrer für sich würden Noten machen, dass sie sehen, wo hat das Kind Stärken, Schwächen und den Kind aber gar nicht sagen, was sie für Noten haben, weil ich finde, das ist im Fall etwas vom Schlimmsten. Wo so wenn es richtig anfängt, dass du schon irgendwie in der ersten Klasse oder so, weißt, wenn du etwas nicht gut kannst, nachher wie so ein bisschen gehemmt bist, weißt, und dabei kannst du mega viele andere Sachen gut und ich glaube, das wäre so, glaube ich, mein erster Schritt in eine bessere Welt. Wobei ich dir ganz ehrlich muss sagen, dass ich bin ein Arschloch gewesen. Nein, ich habe noch gerne Competition und ich habe auch gerne Competition mit mir selbst. Das ist, weil du so ein ehrgeiziges Sieg bist. Ich bin eben darum sage ich Arschloch. Ich finde sie auch nicht mega gut, aber ich gehe zum Beispiel auch, wenn ich jogge, habe ich so eine App und dann schaue ich, wie schnell ich letztes Mal war oder wie viel dass meine Kollegen schon joggen und was besser sind. Und ich bin auch in der Schule, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich bin in der Schule, ich habe das gerne mit diesen Noten, weil ich immer eine 6 hatte. Boom! Aber natürlich nur bis zum Gymnasium, dann ist es recht abgefuckt mit Mathe und so. Aber darum, hast du immer 6er gehabt? Ja. Hast du Bock gehabt? Ich bin Bauch gehabt. Nein, das Geheimnis, also der Trick ist, ich bin zu Portugal in die Schule zuerst. Yeah. Und dann bin ich in die Schweiz nicht in die Sek gekommen. Und ich bin dann eigentlich, einfach anstatt der durchschnittlichen Sek-Schüler, bin ich dann ein sehr guter Primar- und Realschüler gewesen. Yeah. Das ist der Trick von der Sechsi. Okay. Drum. Und das war aber wirklich so. Ich hatte viel Sechsi und dann im Gimmer hatte ich dann nur noch dort Sechsi. Also hatte ich 6 und 2. Yeah. Also in der Sprache und so bin ich gut gewesen und im
ja, alles, was irgendwie mit Zahlen, also Mathe, Naturwissenschaft, Noten finden sie so etwas Dummes, Mann. Aber jetzt haben wir doch vorher gerade das Ding benotet. Ja, aber das ist völlig etwas anderes. Aber ich verstehe die Ansatz schon. Ähnlich, aber weißt du, so wie soll ich sagen, ich finde immer schlechte Noten, gute Noten sind immer gut, weißt du, was ich meine? Aber die schlechten Noten, und schlechte Noten heisst nicht, dass du blöd bist, weißt du, was ich meine? Das heisst nicht, dass du, weißt du, es tut dich so mega blockieren, habe ich das Gefühl auch. Ja, voll. Aber ich verstehe, wie gesagt, ich verstehe es. Aber eben die Rudolf Steiner Schule macht dir das, glaubt. Studolf Reiner. Studolf Reiner Schule ist ja das Gedicht. Ja, und das finde ich ein mega gutes Gedicht. Schon. Mein Kollege, der Elias, ist auch auf der Rudolf Steiner Schule und der hat sich super entwickelt. Ja. Wirklich. Ich habe schon das Gefühl, dass das im Fall zum Teil schon zufriedene. Also absolut. Viel, weißt du, ich finde so etwas eigentlich viel besser als die normale Schule. Ob ich jetzt mein Kind dorthin schicken würde, wüsste ich nicht. Aber eigentlich finde ich es besser, weißt du? Nein, ich verstehe es voll. Und das mit dem Gedicht stimmt auch gar nicht. Aber ich weiß nicht wieso. Ich habe das gern. Ich bin auch gerne in der Schule. Du bist einfach auch ein kleiner Kapitalist. Nein, das hat nicht mit Kapitalismus zu tun. Vielleicht bin ich ein Streber gewesen. Aber ich finde das Konzept Schule toll. Ja, sicher. Ich finde, Schule ist doch super. Also ich finde das super geil, aber nicht mit scheiß Noten. Okay, also gut. Glaub mir's. Also, naja, und du wärst vielleicht auch anders, wenn es Noten nicht geben würde. Weißt du, was ich meine? Du kannst auch in anderen Sachen nachher... Competition ist nicht nur Noten. Ja, absolut. Weißt du? Auf jeden Fall. Also im Umgang von... Also weißt so, du, man lernt doch so, wie man mit Leuten umgeht so in dieser Zeit. Und, ja. Ich würde vielleicht, was ich noch machen würde, ist, dass man entscheiden kann, wenn das mit Schule will oder wenn das mit Gimmer will. Weil zum Beispiel, ich merke einfach jetzt, je älter ich werde, dass all die Sachen, die mich in der Zeit, in der ich es gelernt habe, null interessiert haben, dass mich die im Nachhinein, dass ich es gerne hätte gewusst, aber zum Beispiel der ganze Gimmer-Stuff, haben wir zum Teil irgendwie Architektursachen und geschichtliche Sachen angeschaut und das hat mich, ich habe einfach Musik gemacht und Party. Yeah. Und im Nachhinein merke ich, wenn ich jetzt, würde ich hure gerne noch immer hergehen und das Shit genau dort. Yeah. Und darum vielleicht habe ich das Gefühl, es hat mit Reife zu sein, ich bin dann vielleicht noch nicht reif genug für die Matur gewesen, die ja lustigerweise Reife heisst. Dass man weiss, ich könnte auslernen. Dass man ein bisschen länger spielen als Kind bis 8 und dann irgendwann hat man vielleicht Lust und dann geht man und lernt. So Gleitzeiten, Gleitjahr, Gleitschuljahr. Gleit. Ja, hey. Ja, wenn wir doch, keine Ahnung, so weit sind. Ich würde sagen, wir haben jetzt schon fast eine Stunde geredet. Nein! Mal? 57 Minuten. Du hast mich verarscht. Nein, ich schwöre auf alles. Ich habe gemeint, wir fangen jetzt schon. Nein, es ist 57. Warte mal. 58 Minuten jetzt, crazy. Also, dann müssen wir jetzt noch einen Abschluss finden. Ja, und Abschluss kommt in unsere Playlist, wo wir den Namen noch nicht wissen. Aber. Das müssen wir noch rausfinden. Vielleicht Schwäne und Vögel. Ja. Oder Stecken. Vögel-Playlist. Oder Playlist zum Vögeln. Ja, Vögel-Playlist heisst die. Das wäre lit. Ja, also. Fände ich nicht mal so schlecht. Heisst Vögel? Jetzt, eigentlich müssen wir uns jetzt entscheiden, weil das müssen wir jetzt ja eigentlich schon wissen. Weißt. Der Hashtag Vögel-Playlist. Vögel-Playlist? Ja. Okay. Bin nicht sicher, ob meine Songs jetzt die zum Vögeln hören könnten. Nein, auch nicht. Welche zwei Songs hast du? Soll ich meine sagen? Ich muss es aber geschwind nachschauen. Ich habe einen Song, den habe ich geschasämmelt. Und zwar bin ich am... Im Wald, wie Pilz geschasämmelt. Geschasämmelt. Ja, eins abgeschasämmelt. Okay. Nein, ich bin im Mr. Samigo, hier in diesem Pop-Up-Restaurant, und dann hat der EKR dort tatsächlich aufgelegt. Und währenddem, dass man gegessen hat, hat man harten Hip-Hop gehört. Und der eine Song, der hure geil war, ist der folgende hier, und zwar «Dumb», wie dumm, vom Royce the 5'9». Das ist der eine. Vom guten alten Royce. Yep. Der kommt rein. Und dann habe ich gedacht, wir haben jetzt vorher gar nicht über Manilio geredet, nur über den Nemo, aber er hat ein neues Album draus. Ja, voll. Und brutal. Das erste Video, ich glaube, die neuen Videos gehen mehr, aber ich glaube, das erste habe ich das geilste gefunden. Und zwar ist das eben der Manilio mit Psst. Lit. Und du? Und ich packe drauf. Moment mal, wo habe ich es mir aufgeschrieben? Da.
Ich packe drauf den Josman mit L'Occasion. Ah. Brutale French Rap. Und vom Muso von Deutschland, Wir sind wach, Bruder. Der ist auch brutal. Zum Einschlafen lassen wir Wir sind wach. Ja, Mann. Ja, hey, hätten wir die erste Folge. Podcast. Podcast schon durch. Lit, schwer schnell gegangen. V. Crazy. Ja. Ja. Also, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Peace. Raucht gut und esst gut. Der Vögel. Pot, 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 pot.